Hallo Leute, ja, willkommen zurück zu Tomb Raider. Wie soll es anders sein? Wir sind immer noch im Spiel drin. Und, ja, gerade ist ein... Aha, ein Trapez. Gerade ist ein Pilot mit seinem Fallschirm abgesprungen, beziehungsweise gelandet anscheinend. Und diesen Piloten müssen wir jetzt auf jeden Fall ausfindig machen. Und gucken, dass wir ihn irgendwie befragen, was er hier tut und keine Ahnung, also ja, wir müssen auf jeden Fall den Piloten hier ausfindig machen und vielleicht hat er ja irgendwelche Infos für uns, die wichtig sind. Ja, mal gucken, ne? Wahnsinn, da geht's auch schon heftig weiter in Folge. In der nächsten Folge. Halleluja. Haut ab! Oh. Alter Schwede. Das tat weh, oder? Au. Das tat... Nein, nicht schon wieder so einer. Okay, vielleicht. Nein, nein, nein. Okay, gegen den habe ich anscheinend gar keine Chance, oder nicht wirklich. Nächstes ist er weg. Zum Glück, gegen so einen möchte ich nicht nochmal kämpfen. Halleluja. So, was haben wir denn da? Neue Fähigkeitspunkte. Ein Sturm aus dem Nichts. Wunderbar. Bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Sind sie tot. So. Jo, da habe ich wohl etwas zugehört. Und Lara, ja, was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu, ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Gut, wir haben ja jetzt wieder einen neuen Fähigkeitspunkt vergeben, der uns wieder einen Schritt weiter bringt. So. Oh. Scheiße. Hier drüben. Ich hab sie. Was ist denn los, ey? Du liegst erstmal im Boden. So, es gibt noch neue Ausrüstung erhalten, ein Seil, wunderbar, könnte also Seile verschießen. Hey, jawohl, und da sind die Typen auch schon. Alter, ich triff den nie. Ja, okay. Jetzt komm mal raus da. Alter, der lebt ja immer noch, der Vollhorn. Gibt's ja nicht. Es muss einen Weg nach oben geben.
Alter Schwede, die halten immer viel aus. So. Jetzt haben wir natürlich alle meine Pfeile verschossen. Das war nicht so der Bringer. Aber gut, ich sage, bei Lara Croft bin ich nicht wirklich so der Schütze. So. Was haben wir denn da Schönes? Aha. Okay. Sehr gut. Haben wir das auch erledigt? Boah, wie weit wir springen können, ey. Das ist ja der Wahnsinn. So. Okay. So. Und jetzt da. Genau. So, da hat wenigstens noch ein paar Pfeile bei sich. Genauso wie der anscheinend. Nein, der hat nur ein paar Kugeln. Ein paar Patronenkugeln. Sehr schön. Wollen wir mal weiter schauen. So. Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Ah ja. Sehr schön. Ja, so. Da. So. Jetzt geht's da rüber. Los, 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 los. So. Heps. So. Hoffentlich sieht da nirgendwo Feinde. Sie fighten. Ah. Nein. Oh. Caps. So. Können wir nämlich auch schon die Türen alle einreißen. Die uns vorher versperrt sind. Wow. Ah. Wie gut, dass wir da raus sind. Oh. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier Copilot Jessop von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Gute Entscheidung. Beachtlich. Sie mag zwar etwas stur sein, aber ich meine, wenn sie sich in den Kopf gesetzt hat, ihn zu retten, dann wird sie ihn auch retten. Das ist ganz klar. So, da unten können wir uns wieder einhaken mit unserem Pfeil, mit unserem Seilpfeil quasi. Und runter da! Wuhu! Schöne Rutschpartie, so. Oben finden wir niemanden. Nee, schon wieder. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Ich brauch Hilfe! Ich geh da nicht raus! Fuck! Nein, du bist still. Verdammt, ich schieß gut! Alter, ja. Ich weiß, dass ich gut schieß. Oh, was machst du da? Alter, dich habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Du kommst da von hinten angeschlichen, du Vollspack. Oh, sieh mal an, hey, zwei Hähnchen. Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Da. Also diese Stimme hat sich gerade so angehört wie eine deutsche... und Stöße. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Ja, also wen es aufgefallen ist, ich glaube, also ich weiß es nicht genau, aber ich glaube zu wissen, dass diese eine Stimme, die da gerade gesprochen ist, diese weibliche, dass das vielleicht die deutsche Synchronstimme von der ehemaligen Pippi Langstrumpf gewesen sein könnte. Aus der Kinderserie von Astrid Lindgren. Könnte sein. Bin mir allerdings nicht sicher. Ich glaube, das war dieselbe Stimme. So, okay.
Okay, die haben wir schon geplündert. So. Ah, da gibt's wieder was zu entzünden. Sehr schön. Na dann, entzünden wir das doch gleich mal. So. Okay. Aha. Es gibt, glaube ich, irgendwelche Flaggen dann später, die man auch entzünden kann, so dass die quasi abbrennen. Ich weiß nicht, inwiefern das die sind, die roten. Okay. Gibt es dann eine Möglichkeit hinaufzukommen? Geht es noch so, wenn ich drauf bin? Ja, ehrlich. Wunderbar. So. Da gibt es wieder eine Dame zu entzünden. So. Dann dazu. Ah, sehr schön. So. Gehen wir da mal rüber. Gucken mal, was wir da alles machen können. Vielleicht funktioniert das ja irgendwie. Ich glaube es zwar nicht so ganz, aber... Ah! Volltreffer. So. Da geht's rauf. No. Hast du gewusst, da muss es einen Weg geben? Genau. No. Das ist niemals eine Art. Warte mal. Ah, ich glaube, das ist nur der Ort, wo wir schon einmal waren, in der ersten Session. Ich glaube, da waren wir schon. Interessant. Sind wir wieder da? Sehr interessant. So. Gibt es Gops dann etwas zu entzünden, was wir gleich mal entzünden werden? So. Ha! Mitten im Flug. Erledigt. Mitten im Flug. So, jetzt wieder rüber da. Wollen ja nicht allzu viel Zeit verlieren hier. Allzu viel suchen. Ja, für alle diejenigen, die sich jetzt gefragt haben, Mann, suchst du überhaupt die ganzen Artefakte später? Machst du das Spiel zu 100%? Leute, ehrlich, die ganzen Artefakte zu suchen und dann die ganzen Flaggen zu verbrennen und alles und diese ganzen Dingen zu finden, um sie zu entzünden, das wäre einfach viel zu viel Arbeit und von da an wird es auch bei mir nicht mehr. Das wird es bei mir nicht geben. Kann ich euch leider gleich schon mal sagen im Vorhinein. Ich werde das Spiel leider nicht zu 100% durchspielen, weil es einfach viel zu viel Arbeit sein würde und viel zu viele Folgen geben würde. Ich meine, gut, ja, viele würden es gern sehen, aber mir ist es echt zu viel Arbeit und ich möchte auch nicht ewig an einem Spiel hängen. Ich möchte ja schauen, dass ich auch in meinen Projekten weiterkomme. So, aber was es auf jeden Fall gehen wird, weil ich ja jetzt gesprochen habe von den ganzen Schätzen und von den Artefakten. Sowas gibt es natürlich auch in Assassin's Creed, ne? Und jetzt habe ich neulich Assassin's Creed 1 mal angezockt, um mal auszuprobieren, ob es überhaupt auf meinem PC läuft. Natürlich, es läuft flüssig natürlich, da ich mir dachte, es müsste ja eigentlich laufen mit meinem neuen Laptop, den ich da mir besorgt habe, und von da an, ja, es läuft prima, alles flüssig, das heißt, es wird vermutlich auch ein Assassin's Creed Projekt geben, so viel kann ich schon mal verraten. So, los geht's, darüber, die beiden haben wir es auch lautlos erledigt, so wie wir es gelernt haben, wenn sie mal im Team schauen, lautlos von hinten killen. Und ja, da hinten ist also das schöne
schöne Rauchzeichen. So, was haben wir denn da Schönes? Gehst du wieder in ein Grab hinein? Vermutlich. Könnte das vermutlich wieder in ein Grab reingehen. Also das Gefühl zumindest. So. Was gibt's denn da Schönes zu entdecken? Ne? Bergungsgut ist auch gut, ja. Kann man immer gut brauchen. Bergungsgut. Dass man die Ausrüstung etwas erweitern kann, diese verstärken kann. Ist auch schön. Okay, es geht aber ziemlich tief rein hier. Ziemlich tief. Okay. Da ist wohl der Wind etwas zu stark. Der hat uns anscheinend aufgeblasen, So, jetzt hab ich's. So, wollen wir mal schauen, was wir da alles noch verbessern können. Da gibt's wieder was Neues. Abzug aus den Schlüsselring, der eine noch höhere Schussfrequenz ermöglicht. Ah gut, warum nicht? Messen wir das mal. So, haben wir mal den Bogen fertig. Können wir uns um die anderen Sachen kümmern, sofern wir wieder etwas finden an Bergungsgut. Ja. So sieht's aus. Das gehörte früher zu Yamatai. Ah, Yamatai, okay. Das sieht ja mal sehr rätselhaft aus. Das sieht ja schon mal danach aus, als würde man hier irgendwie arbeiten müssen. So. Und jetzt hier. So. Fuck. Okay, funktioniert nicht so, wie ich es mir gedacht habe, nicht so einfach. Muss ich das Ganze wohl nochmal probieren. So. Eps. Jawohl, na bitte, funktioniert ja. Das Timing hat gepasst. Das wollte ich gerade sagen, gestimmt, aber das hört sich ja bei mir schon eingepasst. Natürlich, es hat gepasst. So. Und jetzt darüber. So, was haben wir denn da Schönes? Ein Schatz. Na, wunderbar. Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Wunderbarer Schatz. Okay, da gibt es nichts. So, ist da was? Nein. Nein, nein, nein. Gut, nur die Kiste. Nur die Schatzkiste. Und damit haben wir natürlich wieder einen Haufen Bergungsgut. Ich glaube 50 oder 80 Bergungsgut müsste das sein. Und ja, schauen wir mal gleich mal. Und wow, 250. Da gucken wir alle an. Hätte ich gar nicht gedacht. Ein Teil gefunden von der Handfeuerwaffe. Interessant. Sehr schön. Belohnungsorte ansehen. Ah, okay, weil das ist das draußen da. Ist ja schön. So. Gut. Können wir da auf dem Pferdchen reiten? Hallo, ich will reiten. Ich bin ein Mädchen, ich möchte reiten. Nee, okay, geht nicht. Gut. Dann lassen wir das Reiten gut sein und machen uns wieder auf zum Rauchsignal. So. Ich hoffe, der Ingame-Sound ist nicht allzu laut. Ansonsten muss ich ihn vielleicht noch etwas zurückstellen. Bla bla blub. Ja, das ist auf jeden Fall noch viel zu laut.
kann man so etwas zurückstellen. So. Jetzt passt das, glaube ich, ein bisschen besser. Jetzt hört man mich vielleicht auch etwas besser als von da an. Tut mir leid, dass der Laut... Dass der Lärm... Nein, nicht der Lärm. Die Lautstärke, wollte ich sagen. Die Lautstärke etwas zu laut eingestellt war. Und etwas lärmend. Ich hoffe, jetzt hört man mich besser. Die hier auf der Hälfte müsste es eigentlich passen. Mit der Lautstärke. Eigentlich. Meiner Meinung nach. Naja, ja. Wird schon funktionieren und wird schon passen. So. Gut, Fackel ausgelöscht. Wieder mal ein Schatz mehr gefunden. Und jetzt können wir da, ja, da runter. Heps, 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 heps. Und tschack. So, unten sind wir. So, was gibt's denn da Feines? Oh, wunderbar. Da gibt's Bergungsgut. Das nehme ich ja schon mal an. Sofern wir Bergungsgut finden. Ah, wunderbar. Noch so eine Statue. Wunderbar. Passt ja schon mal ganz gut. So. Ab da. Nein. Was brauche ich? So. Und jetzt darüber. Genau. So, was haben wir denn da? Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche, aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Ja, und was es, wie es hier jetzt weitergeht, das seht ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge. So, das machen wir noch. So, also dann Leute, bis zur nächsten Folge, macht's gut und tschüss.